Herzlich willkommen zum Wachstumsfeuer-Podcast, deinem Podcast für persönliches Wachstum mit Nico Juranek. Ich habe heute wieder eine sehr tolle Podcast-Episode für dich. Und zwar darf ich einen Gast am Podcast begrüßen, den ich sehr für seine Vielseitigkeit schätze. Und egal, ob du Student bist und nach Orientierung im Studium suchst oder überlegst, welchen Karriereweg du einschlagen sollst oder den Sprung in die Selbstständigkeit wagen möchtest, ein Unternehmen gründen willst, ich verspreche dir, dass du hier voll auf deine Kosten kommen wirst. Wir beschäftigen uns damit, wie man als vielseitiger Generalist seinen Fokus hält, wie man gute Entscheidungen trifft in unsicheren Zeiten, wo man auch nicht weiß, wo man hin will und so viel mehr. Ich freue mich, dass du hier bist. Nun lass uns in die Episode hineinstarten. Ich finde es immer faszinierend, wenn man andere Persönlichkeiten kennenlernt, die jetzt nicht nur irgendwie so betriebsblind in einem Bereich sind, sondern eben extrem vielseitig sind und so Verbindungen zu anderen Bereichen setzen können, die vielleicht andere nicht sehen, weil sie eben so Erfahrungen gemacht haben, die eben den einen Bereich überspringen und so. Und umso mehr freut es mich dann natürlich, wenn ich mich mit solchen Personen austauschen kann. Und deswegen freut es mich auch unglaublich, dass ich heute eine solche Person bei mir zu Gast habe. Er ist leidenschaftlicher Unternehmer, Lektor an der Universität, Trainer und Leistungssportler. Man kann wirklich sagen, dass er dafür brennt, sein Unternehmen zu gestalten und immer bereit ist, sein Wissen, seine Erfahrungen zu teilen mit anderen, um eben so den maximalen Mehrwert zu schaffen. Seine aktuellen Schwerpunkte umfassen unter anderem die Geschäftsführung seines Unternehmens, seine Tätigkeit als Lektor und seine Vorstandsfunktion an einem Startup Accelerator Programm. Man sieht schon, der Gast, den wir heute hier haben, ist extrem vielseitig und ja, ich freue mich unglaublich, dass er hier ist. Herzlich willkommen am Podcast, lieber Martin Mader. Ja, hallo Nico. Danke, dass ich heute zu Gast sein darf in deinem Podcast Wachstumsfeuer und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Ja, jetzt haben wir schon lange darüber geredet und wir kennen uns ja jetzt doch schon eine Zeit lang. Für die Zuhörer würde ich jetzt einfach so sagen oder so ein bisschen auf deinen Background eingehen, weil ich glaube, dass das sehr, sehr spannend ist. Und auch so die Geschichte, wie wir uns eigentlich so kennengelernt haben. Wir kennen uns jetzt doch schon eine Zeit lang, ich glaube jetzt so circa 6 Jahre das dürften das sein. Und eigentlich so am Anfang recht oberflächlich jetzt so vom Trainieren jetzt nur, wo wir beide in der CrossFit-Box waren und uns ja beim Training gesehen haben. Ja, und dann über die Zeit jetzt habe ich so natürlich ein bisschen mehr mitbekommen, was du so machst und natürlich insbesondere seit du dann deine eigene Fitness-Company jetzt gegründet hast, da noch viel, viel mehr über dich erfahren. Und natürlich habe ich mir auch so von dir so ein bisschen deine Bio durchgelesen, weil ich immer sehr, sehr spannend finde, was die Leute so gemacht haben, um ein bisschen so nachvollziehen oder verstehen zu können, wie die Leute so ticken, wie sie dorthin gekommen sind, wo sie jetzt sind, weil ich auch einfach glaube, dass man so aus den Erfahrungen sehr viel teilen und lernen kann, weil man ja so gesehen nicht jeden Fehler selbst machen muss irgendwie. Und was mir jetzt so aufgefallen ist, dass es eben bei dir wirklich auch so sehr, sehr vielseitig ist. Es gibt so diese Personen, die irgendwie so von Anfang an wissen, sie gehen jetzt in diesen Bereich und ziehen das einfach durch und werden da vielleicht die Spezialisten. Und bei dir sieht man aber schon auch, dass du irgendwie sehr viele Zwischenstationen hattest, wo du eben geschrieben hast, du warst von Anfang in der Privatschule, dann warst du in der HTL, hast aber gemeint, so, dass du dann dich nicht wirklich entscheiden hast können, die Technik hat dir irgendwie nicht so getaugt. Hast du noch bei der Uni, glaube ich, nicht wirklich gewusst am Anfang, wo es hingehen soll? Ich glaube, am Anfang wolltest du auch so eben Journalismus und PR an der Fachhochschule machen und hast dich dann aber für BWL, Jus und Spanisch an der Uni entschieden. Stimmt das? Ja, das war ein kurzer Anflug von schwerer Motivation. Ja. Ja, das hat sich relativ schnell wieder erledigt gehabt. Und ja, dann hast du auch gesagt, obwohl du das BWL-Studium nur so durchgezogen hast, hast du es eigentlich recht schnell gemerkt, dass so Controlling, Finance, Accounting, also diese ganzen zahlenlastigen Sachen, die dich gar nicht interessiert haben. Und nein, es ist auch so eine Sache, die bei mir auch ganz gleich ist. Aber was ich bei dir auch voll spannend finde, bei deinem Werdegang irgendwie, dass du so von Anfang an schon diese akademische Laufbahn hattest und dann eben auch an der Uni tätig warst, beziehungsweise noch bist so als Lektor, aber dann auch so diese Schnittstelle oder den Sprung wirklich in die Selbstständigkeit, ins Unternehmertum geschafft hast. Und ja, da würde ich sehr gern einhaken, vielleicht so am Anfang noch. Wie hat sich das bei dir so ergeben? Wie hast du gewusst, wo du dann hin willst? Wie hast du dann gesagt, wie möchtest du, oder hast du dich entschieden, mit irgendwas zu starten? Also, die kurze Antwort ist, ich habe selten gewusst, wo ich genau hin will.
wie man an den, du hast es eh schon ganz kurz zusammengefasst, an den ganzen Abzweigungen erkennt. Aber so wie du es in deiner letzten Podcast-Folge auch gesagt hast, mit diesem bekannten Zitat von Steve Jobs, dass man halt erst im Nachhinein weiß, warum man gewisse Dinge gemacht hat oder wie die Dinge zusammenpassen, das kann ich hundertprozentig bestätigen oder da erkenne ich mich wieder, weil ich glaube, es hat genug Wegpunkte in meinem Leben gegeben, wo ich halt Abzweigungen genommen habe, nach Tipps von außen, nach Gefühl, nach was wäre jetzt eine kluge Entscheidung, und im Nachhinein macht das dann immer Sinn. Also ich fühle mich jetzt gut da, wo ich bin, ich fühle mich auch, ja angekommen, wenn man es jetzt mal so sagen will. Also ich kann jetzt ziemlich sicher sagen, dass wie mein nächstes Jahr oder meine nächsten 2 Jahre aussehen werden. Das habe ich davor die letzten 10 Jahre wahrscheinlich nicht immer so genau sagen können. Insofern fühlt sich das gerade richtig gut an, aber es waren halt viele Abzweigungen notwendig und bei keiner dieser Abzweigungen habe ich vorher gewusst, dass es dahin führen wird, wo es jetzt geführt hat. Und ja, das ist auch eine der Botschaften, die ich halt in meinen Kursen an der Uni oder auch in Mentorings, in Beratungsgesprächen mit Startups und so immer versuche weiterzugeben. Man muss da im Vorhinein ein gewisses Vertrauen haben ins Leben, dass es einen dorthin führt, weil hätte man mich vor 3 Jahren, 5 Jahren, 10 Jahren gefragt, wo wirst du 2020 stehen, hätte ich weder Ahnung gehabt, dass wir so ein krasses Jahr hinter uns haben in vielerlei Hinsicht. Ja, ganz sicher. Noch eine Ahnung gehabt, dass das einmal ja, zu einer unternehmerischen Tätigkeit führen wird. Und ja, das kann man jetzt positiv sehen und sagen, das Leben ist halt spannend und man war es halt vorher nicht. Aber das kann man halt auch erst im Nachhinein so entspannt sehen, weil so ehrlich kann ich auch sein, bei diesen Abzweigungen, die es da gegeben hat, war die Zuversicht oder der Optimismus halt auch nicht immer bei 100%. Das finde ich jetzt sehr spannend, dass du das so sagst. Wir haben eben beide auch den universitären Background jetzt und viele von den Zuhörern und Zuhörerinnen sind jetzt auch teilweise noch Studenten, Studentinnen. Und auch so mit den Gesprächen, also mit Kollegen, habe ich jetzt immer wieder gehört, ja, sie wissen eigentlich nicht wirklich, was sie machen wollen oder sollen. Und ich sage jetzt einmal gerade so für die großen Studien, so JUS und BWL so klassisch, ich fange halt einmal damit an und werde dann eh noch schauen, wo es hingeht, weil man damit halt voll viel machen kann. Und aber dann eben auch so dann nachher zu sagen, okay, ich probiere jetzt das eine oder andere aus, das ist irgendwie doch eine sehr, sehr große Hürde. Wie ist es dir dabei ergangen? Kannst du da irgendwie welche Tipps oder so für die Leute jetzt mitgeben, die sagen, okay, sie würden vielleicht sogar einen Sprung machen, irgendwas ausprobieren, was ihnen vielleicht schon lange am Herzen liegt, aber wo sie sagen, na, das trauen sie sich nicht oder das Umfeld redet ihnen das aus irgendwie? Also ich kann eines mal zu 100% nachvollziehen. Ich war ja immer ein Mensch, also auch schon als kleiner Bub, der extrem interessiert war. Also mir hat alles interessiert und das ist bis heute so. Also meine Frau scherzt da immer, wenn ich sage, nein, ich schaue noch schnell was auf Wikipedia nach, weil sie weiß, ich bin dann 1,5 Stunden abgemeldet, weil ja. Aufgrund dieser furchtbaren Verlinkungen, ich möchte nachschauen, ob der Robert De Niro, wie viele Oscars der schon gekriegt hat und end bei der Geschichte der italo-amerikanischen Einwanderung im 19. Jahrhundert. Das heißt, mir hat immer extrem viel interessiert, was ich ja grundsätzlich als Eigenschaft an mir sehr schätze und wofür ich ja sehr dankbar bin, dass ich das von daheim mitgekriegt habe, von klein auf. Aber das führt halt natürlich auch dazu, dass man, wie du es jetzt vorher gesagt hast, sich nicht so leicht damit tut, sich zu spezialisieren oder zu sagen, okay, für mich ist ganz klar, das ist mein absolutes Hauptinteresse und ich bin einer, der kann sich extrem für Thema A begeistern und B, C, D, E interessiert mich nicht. Und dementsprechend ist es mir auch bei meinem Studium oder auch während meiner Schulzeit schon so gegangen, dass mich halt extrem viel immer interessiert hat, aber nichts so krass, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt genau den Weg gehen und lasse alles andere liegen. Gleichzeitig ist es aber jetzt im Nachhinein so, dass, und ich frage mich oft, ob diese Information wirklich hilfreich ist, ex post quasi, aber im Nachhinein ist es so, dass es halt echt immer die richtige Entscheidung war, zu sagen, okay, ich probiere mal was, ohne genau zu wissen, ob das jetzt zum Ziel führt oder nicht. Das Problem ist, wir sind jetzt wieder bei diesem Henne-Ei-Problem. Das sage ich jetzt danach, weil es mir halt dorthin geführt hat, wo ich jetzt bin und weil ich happy damit bin. Aber ich weiß genauso gut noch, auch während meiner Studienzeit, wo mein Studium zum Ende hingegangen ist und ich oft auch mit meinen Eltern oder mit meiner Mutter im Speziellen halt im Austausch war und gehadert habe und auch mit meiner damals noch nicht Frau, aber Freundin schon, ich weiß nicht, was ich machen soll und für welchen Bereich ich mich entscheiden soll. Und die haben immer gesagt, ja, probier, start einfach mal. So ist ja was, also einer der Merksätze, die ich von daheim irgendwie so mitgekriegt habe.
einfach mal den ersten Schritt machen. Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Mhm. Das ist halt so ein abgeklatschtes Zitat, das auf jeder zweiten irgendwie Grußkarte draufsteht oder so. Aber das hat mir meine Mama schon immer früher gesagt und ich habe das damals nicht verstanden oder nicht so gesehen, war es aber mittlerweile, dass das sehr viel Wahrheitsgehalt hat. Gleichzeitig ist mir aber bewusst, dass es ein unbefriedigender Tipp ist, weil das die Unsicherheit nicht wegnimmt. Mhm. Aber ich glaube, man muss einfach vor allem in Zeiten wie diesen, wo sich alles so schnell entwickelt, wir haben es ja gesehen in den letzten Monaten, wie auch Dinge in die negative Richtung schnell gehen können, muss man einfach, glaube ich, mit dieser Unsicherheit klarkommen. Also gerade jetzt die Generation und ich zähle mir jetzt, obwohl ich in wenigen Tagen 34 Jahre alt wäre, trotzdem nur zur jüngeren Generation. Ich glaube, wir müssen uns einfach damit abfinden, dass wir mittlerweile in einer Welt leben, wo sehr viele Variablen mit einer Unsicherheit behaftet sind und man einfach Entscheidungen unter Unsicherheit treffen muss. Mhm. Das heißt jetzt nicht, Dinge zu entscheiden, einfach noch gut dünken oder einfach nur aus dem Bauch heraus zu leben. Also gerade große Entscheidungen, da finde ich, macht schon Sinn, sich ein bisschen drüber Gedanken zu machen. Aber man wird halt im Leben, und gerade jetzt, wenn ich nach meinem Studium fertig bin und mir die Welt offen steht, muss ich halt einmal Entscheidungen treffen, ohne genau zu wissen, wo es hingeht. Mhm. Und ich glaube, da ist einfach nur wichtig, den Mut halt zu finden. Werden wir vielleicht eh noch darauf zu sprechen kommen, was da vielleicht auch helfen kann, an Angeboten, die es schon gibt im Umfeld Uni, aber diesen Mut aufzubringen und zu sagen, okay, ich probiere jetzt mal was und gleichzeitig aber auch mitzuentscheiden, okay, ich ziehe das einmal eine Zeit lang durch. Mhm. Weil eins ist auch klar, wenn ich halt einmal einen Schritt mache und dann nach einer Woche schon aufhöre, weil es sich nicht gut anfühlt, also wenn ich jedes Mal nach einer Woche aufgehört hätte, wenn sich was nicht gut angefühlt hat, dann oder ich mir halt noch nicht sicher war, ich glaube, dann hätte niemand von uns irgendeine Freundschaft, Beziehung, Sport, Arbeit, irgendwas jemals zu Ende gebracht. Weil am Anfang muss man halt manchmal ein bisschen reinschnuppern und reinkommen. Ja, das stimmt. Und wie du es gesagt hast, so, man versteht es dann halt auch erst rückwärts irgendwie das Ganze. Und auch wie du sagst, es gibt dann so diese Phasen, da haderst halt dann extrem damit. Und du hast auch gesagt, du hast das auch im Studium dann gehabt irgendwie. Und wo ich mir teilweise gedacht habe, habe jetzt das richtige Studium irgendwie oder wäre es besser gewesen, auch vielleicht BWL zu machen jetzt irgendwie oder sonst irgendwas ganz anderes. Und jetzt kann man dann aber natürlich im Nachhinein auch nicht sagen, wie wäre es gekommen, man weiß es einfach nicht. Und das ist so gesehen auch ein Puzzlestein, das vielleicht so dieses Gerüst aufgebaut hat und der vielleicht einfach der Essentielle ist, der dann fehlen wird und so, gell? Weil einfach so diese Perspektive nicht drin ist, auch wenn man vielleicht dazwischen gar nicht so viel Spaß hat damit. Also voll. Das ist irgendwie spannend, ja. Also ich glaube auch, dass die Wahl der Studienrichtung massiv überschätzt wird. Mhm. Ich muss das jetzt vielleicht ein bisschen relativieren. Natürlich ist das in gewissen Studienrichtungen, gibt es jetzt kein rechts und links von einer Studienrichtung. Wenn ich jetzt Arzt werden will und ich möchte irgendwann einmal in einem OP stehen, dann kann ich nicht sagen, ist ja wurscht, studiere Psychologie und werde ein Arzt, das geht schlicht nicht rechtlich. Ne? Wenn ich Anwalt werden will, das Gleiche natürlich. Aber wenn mich fragen halt öfters auch Leute, würdest du im Nachhinein nochmal BWL studieren? Und ich sage immer, ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Also es ist einmal sowieso immer ein bisschen ein komisches Experiment oder Gedankenexperiment zu sagen, was würdest du jetzt anders machen, weil mit dem Wissen und der Erfahrung von jetzt eine Entscheidung zu beurteilen, die in meinem Fall jetzt länger her ist, als ich jetzt sagen will, ist halt immer erstens einmal unfair gegenüber meinem Ich von damals und zweitens natürlich auch schwer zu sagen, aber ich glaube, dass das viel mehr entscheidend ist, was man dann halt draus macht, weil jetzt kann man sagen, okay, im Nachhinein würde ich vielleicht was anderes studieren, weil ich halt auch während meinem BWL-Studium festgestellt habe, dass sehr viele Dinge, die halt da Teil des Studienplans sind, jetzt nicht unbedingt mein inhärentes Interesse getroffen haben. Aber nichtsdestotrotz, was ist rundherum noch geschehen? Ne? Welche Leute habe ich kennengelernt? Ja. Welche Gedanken haben sie mir gestellt? Welche Fragestellungen, welche Jobs habe ich gehabt? Also ich weiß ja überhaupt nicht, wie mein Leben verlaufen wäre, hätte ich was anderes studiert. Mhm. Und ja, insofern verstehe ich, dass es eine schwierige Entscheidung ist, wenn man jetzt maturiert hat und sich überlegt, was möchte ich studieren. Aber erstens einmal ist es kein Problem, seine Studienrichtung zu ändern, nach einem, zwei, nach fünf Semestern. Das Leben ist definitiv lang genug. Und zweitens glaube ich, dass mit den Ausnahmen, die ich jetzt vorher schon geschildert habe, dass das nicht so essentiell ist, was man studiert, sondern halt, wie man das meiste aus seinem Studium macht. Ich glaube, das ist sowieso so eine Sache, wo sich viele schwer tun oder eben wo das vielleicht so noch in den Köpfen ist, du musst dich dafür entscheiden, du musst das wissen und dann machst du es einfach. Und also wenn du damit aufhörst, dann ist es entweder ein Versagen oder musst du eingestehen, irgendwie, ja, dass du falsch gelegen bist und so und was irgendwie doch so als Schwächegefühl jetzt in der Gesellschaft ausgelegt wird. Anstatt zu sagen, okay, ich habe es jetzt eben probiert und es war halt nicht das, wie es mir vorgestellt habe und jetzt probiere ich was anderes wieder. Ich glaube halt, der Mittelweg macht es aus, weil ich
bin ja jetzt, also ich habe es eh schon gesagt, im 33er wäre in wenigen Tagen 34 und bin halt aufgewachsen in einer Zeit, wo meine Elterngeneration noch so die Generation war, ich würde mal sagen, die letzte Generation war, wo der Weg ganz klar vorgezeichnet war, also die letzte Generation, wo klar war, okay, du machst jetzt deine Schule, irgendeine Ausbildung und bleibst im Regelfall in dem Job. Ich meine, du wechselst vielleicht einmal die Firma oder so, weil es ist jetzt nicht so wie heute, dass sie halt deine Job-Descriptions komplett ändern. Ja. Das heißt, auch in meiner Erziehung, obwohl ich in einem, würde jetzt mal sagen, sehr liberalen Elternhaus aufgewachsen bin, war trotzdem noch so, okay, wenn du jetzt, bleiben wir beim Beispiel, BWL studierst, dann ist klar, dass du was mit BWL machst später mal, und zwar den Rest deines Lebens. Und deswegen war das, glaube ich, mental auch schwieriger, so eine Entscheidung zu treffen. Ich würde mal sagen, wenn ich jetzt theoretisch dann einmal Kinder habe und die Entscheidung treffen werden, welche Richtung sie eine Ausbildung machen wollen, dann ist das für die schon ganz was anderes, weil das Mindset bei uns dann daheim wahrscheinlich auch schon ganz anders sein wird, weil ich das jetzt gewohnt bin, in einer Zeit aufzuwachsen, wo ich weiß, okay, Entscheidungen sind nicht in Stein gemeißelt und alles ist viel flexibler, um es jetzt mal positiv zu konnotieren quasi. Ja, weil ich habe ja auch damals JUS und BWL gleichzeitig begonnen und habe mich dann aber für JUS entschieden, eben genau aus dem Grund, weil es mir einfach zu zahlenlastig war, das andere. Warum hast du dich dann für BWL entschieden? Das ist jetzt im Nachhinein ein bisschen schwer zu sagen, weil die Situation war damals so, dass meine zwei besten Freunde haben auch beide BWL begonnen zu studieren und das war irgendwie auch so eine Gemeinschaftsentscheidung. Mhm. Also wir haben es alle drei nicht genau gewusst und haben hin und her überlegt. Natürlich, habe ich schon gesagt, unser gesamtes Umfeld hat gesagt, ja, jetzt habt ihr auch eine Teilmatur gemacht, jetzt macht ihr das Wirtschaftlichste dazu, die Kombination aus Technik und Wirtschaft, damit seid ihr zukunftssicher, kriegt ihr immer einen Job. Und das war ja auch zum damaligen Zeitpunkt keine blöde Überlegung. Allerdings würde ich aus heutiger Sicht eher versuchen, nach Interesse zu entscheiden und nicht unbedingt, was sinnvoll ist für den Arbeitsmarkt. Weil ich glaube, wenn man nach Interesse entscheidet und richtig gut in dem wird, dann ist es wurscht, ob es den Job schon gibt oder nicht, weil dann schaffst du den in dir halt, wenn es ihn nicht gibt. Aber die Entscheidung ist dann einfach aus dem Grund herausgefallen, weil ich gemerkt habe, auch wenn HTL natürlich jetzt auch nicht ganz einfach war und wir viel Wochenstunden gehabt haben, aber es ist halt dann trotzdem was anderes, wenn du in einem komplett neuen Umfeld bist, du kennst dich noch nicht aus, du weißt noch nicht, wie das Spiel funktioniert und spielst auf einmal auf drei Spielfeldern gleichzeitig. Und ich habe dann gemerkt, dass das nicht gut geht, obwohl ich mir prinzipiell zutraue zu sagen, dass ich jemand bin, der sehr leicht lernt. Mhm. Gott sei Dank auch da mit guten Genen und für Unterstützung von früh auf daheim gesegnet worden. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich komme nicht so voran, wie ich mir das vorstelle, wenn ich das jetzt länger durchziehe. Und habe mich dann für BWL entschieden, wahrscheinlich hauptsächlich, weil meine Freundin dafür entschieden hat, um ehrlich zu sein. Ja, spannend. was du jetzt auch angesprochen hast, das ist ja meiner Meinung nach so eine der, oder wenn nicht vielleicht sogar die größte Herausforderung jetzt für Leute, die jetzt so vielseitig interessiert sind irgendwie. Eben die, wie du sagst, eben auf 3 bis 10 verschiedenen Spielfeldern gleichzeitig sind, eben dort eben jetzt bei dir sieht man jetzt auch die Lektorentätigkeit haben, daneben bist du in der Geschäftsleitung von der Fitness Company, davor hast du alle anderen Sachen gemacht, die Zeit ist natürlich begrenzt, die Aufmerksamkeit zerstreut sich, wie ist es dir da mit dem Fokus gegangen? Hast du da irgendwie deine Formel gefunden jetzt, wie du alles machen kannst, ohne deine Projekte zu vernachlässigen? Ist das so noch immer Daily Struggle und so lernst du damit umzugehen oder wie ist dir da gegangen? Ja, also ich habe die Geheimformel gefunden und sie erscheint demnächst in meinem Buch. Nein, Scherz, ich habe sie noch nicht gefunden. Ich glaube, es würden viele kaufen. Ja, falls ich sie finde, lasse ich es euch wissen oder falls jemand anders vorher findet, bitte mit mir teilen. Also das ist tatsächlich für mich ein mega Struggle, weil ich nach wie vor ein Mensch bin, der sich für extrem viele Dinge interessiert. Also gefühlt, wenn ich die Zeitung lese, könnte ich wahrscheinlich 10 Themen identifizieren, in denen es mir nichts ausmachen würde, einen ganzen Tag ein Buch zu dem Thema zu lesen. Also ob das jetzt irgendwas mit Politik ist, mit Geschichte, mit irgendeinem kleinen Artikel über irgendwas aus der Natur. Also mich interessiert einfach fast alles. Und dementsprechend ist es für mich wirklich schwierig, meinen Fokus zu finden. Ich habe jetzt auch in den letzten Monaten festgestellt, dass das vor allem das Thema Fokus was ist, wo ich nicht dort bin, wo ich gern wäre. Und habe jetzt wieder begonnen, was ich früher schon mal gemacht habe. Und das habe ich jetzt seit knapp drei Wochen wieder, nämlich mir halt ein paar Lebensbereiche oder Projekte, Themen einfach zu überlegen, auf die ich jetzt in den nächsten Wochen meinen absoluten Fokus legen will. Und haben wir dann so eine Commitment Map, habe ich das genannt, gebaut, ganz simpel. Es sind einfach jetzt 4 Themen, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten für mich wichtig sind. Und da gibt es für jeden Tag ein Kästchen und ich habe halt ein ganz konkretes Vorhaben, was ich in dem Thema jeden Tag machen will. Also zum Beispiel,
ich feststelle, ich lese sehr wenig in letzter Zeit für meine Verhältnisse, ja, für jemanden, der Bücherratte eigentlich ist und der Bücher verschlingt. Dann habe ich jetzt vorgenommen, wieder jeden Tag zumindest 30 Minuten zu lesen. Mhm. Und wenn ich das schaffe, dann gibt es halt einen Haken in dem Feld, Daily Reading, und sonst gibt es halt keinen Haken. Einfach um wieder in dieses Habit reinzukommen. Mhm. Und haben wir halt 30 Tage jetzt mal als Limit gesetzt und gesagt, hey, ich möchte jetzt für diese vier Themenfelder in den nächsten 30 Tagen wieder ein Habit entwickeln, weil ich von mir selber weiß, wenn man mal drinnen ist, dann wird es eh zum Selbstläufer. Ja. Dann ist das eh keine Frage mehr. Und das hilft mir jetzt schon. In manchen Bereichen ist es mal ein bisschen leichter gegangen, habe ich halt in der Früh festgestellt, mit Blick auf die Commitment Map. In manchen anderen geht es noch nicht so gut. Mhm. Aber ich sage immer, jeder Change-Prozess beginnt halt einmal mit Awareness. Also mir muss mal bewusst werden, ich möchte was ändern. Dann muss ich mal beginnen, ich muss den ersten Schritt machen und dann führt ihr eines zum nächsten. Also man kann sich da nicht erwarten, dass man von heute auf morgen einen Switch umlegt. Also, aber es ist ein Daily Struggle, das gebe ich offen zu. Also Fokus zu finden ist sicher eine meiner größten Herausforderungen. Mhm. Ja, eben kenne ich von mir nur zu gut selbst jetzt. Und was ich ein bisschen schade finde jetzt auch, ich finde jetzt auch, dass man es auf der Uni jetzt nicht wirklich mitbekommt, jetzt, wie man dieses Ganze macht irgendwie. Ich meine, es wird jetzt eben besser, weil du vorher das Angebot da so angesprochen hast. Und es gibt ja, du warst ja auch mehr oder weniger maßgeblich am Aufbau jetzt von Zusatzangeboten, Entrepreneurship, da am Institut eigentlich beteiligt und so. Aber das ist sowas, was ich jetzt finde, dass man schon mitbringen muss, wenn man in das Studium hineingeht und jetzt nicht wirklich vermittelt bekommt, oder? Ja, also beim Studium würde ich das jetzt aus zwei Gesichtspunkten betrachten. Für mich persönlich, also während meinen Studienjahren, ich würde jetzt sagen, ich war im Nachhinein zu fokussiert, weil für mich hat es halt nur gegeben, okay, es gibt jetzt einen Studienplan, ich weiß genau, welche Fächer sind, welche Reihenfolge zu absolvieren. Ich habe vorher schon gesagt, ich habe mir Gott sei Dank relativ leicht getan, mir neue Dinge anzueignen, egal ob mich das interessiert hat oder nicht. Mhm. Also ich habe mir auch bei meinem Studium Gott sei Dank relativ leicht getan. Und mein Ziel zu dem Zeitpunkt war einfach nur, mit so guten Noten wie möglich und so schnell wie möglich mit meinem Studium fertig zu werden, weil das für mich damals einen hohen Wert gehabt hat. Das war auch noch eine Zeit, wo man gesagt hat, Noten spielen eine Rolle. Das war eine Zeit, wo unter Mindestzeit ist besser als Mindestzeit, sage ich jetzt mal. Und ich würde meinem eigenen Selbst im Nachhinein raten, hey, lass dir lieber ein Semester mehr Zeit, geh zu irgendeinem Verein dazu, wohne mal ein Semester in einer WG und tu nichts, mach keinen einzigen ECTS, aber lerne halt 100 Leute kennen. Ja. Also ich war, glaube ich, zu fokussiert, würde ich jetzt mal sagen, im Nachhinein. Auf der anderen Seite sehe ich es so wie du, dass wenn ich, desto klarer meine Vorstellung ist, in welchen Bereichen ich das Angebot nutzen will, desto mehr wird es mir natürlich bringen. Allerdings muss man auch dazu sagen, mittlerweile gibt es halt auch schon wirklich viel an Angebot. Mhm. Also wenn ich das jetzt nur vergleiche, 10, 15 Jahre früher, wo ich halt nur auf der Uni war als Student, zumindest ist es meiner Wahrnehmung so, vielleicht haben sie die Angebote ja nur schlechter vermarktet, aber da hat es halt nicht viel gegeben, wenn du jetzt sagst, ich möchte was in Richtung Persönlichkeitsentwicklung machen. Okay, es hat das Zentrum für soziale Kompetenz gegeben, das immer schon sehr gute Kurse anboten hat. Aber vor allem halt, ich möchte was in Richtung Unternehmertum machen, hat es nichts gegeben. Also bis Alfred Gutschlofer das Institut 2010 ins Leben gerufen hat, hat es auf der gesamten Uni Graz kein Institut gegeben, das sich mit dem Thema beschäftigt hat. Keine Lehrveranstaltung, keine Veranstaltung, kein Club, keine Events, also nichts, was irgendwie so ein bisschen diesen Startup- oder Unternehmertum-Spirit auf der Uni vermittelt. Und das war, glaube ich, schon ein ganz entscheidender Schritt. Mhm. Weil ich erzähle da immer ganz gerne die Geschichte, wo ich auf der Uni begonnen habe dann 2013. Wenn du da in einer, ich habe da im Bachelor BWL unterrichtet, gleich vom ersten Semester weg, also gleich von meinem ersten Jahr weg, wo ich an der Uni war. Und wenn du da in einem Hörsaal sitzen halt 300 Studierende drinnen und du stellst die Frage, wer spielt nur mit dem Gedanken oder für wen ist es eine denkbare Option, irgendwann einmal selbstständig tätig zu werden, da gehen drei Hände hoch. Okay, und da will, so wenig. Da will einer fragen, ob er aufs WC gehen darf, der zweite fragt, ob der Kurs eh früher aufhört und der dritte meint es ernst. Also das war so die Situation so 2010, 11, 12, 13. Ja. Mittlerweile ist das viel besser geworden, weil, so wie ich vorher gesagt habe, also aus meiner Erfahrung und das auch wenn man sich das jetzt wissenschaftlich empirisch anschaut, braucht es halt immer eine gewisse Vorlaufzeit, wenn so ein neues Programm kommt, bis es ein bisschen zu so einer Einstellungsänderung kommt. Mhm. Also mein Kollege und Freund, der Matthias Ruri, hat einmal da so ein Modell aufgestellt, AAA, also AAA von Entrepreneurship Education, Awareness, Attitude, Action. Also Awareness, du musst einmal das Thema einfach nur oft genug sagen, damit einmal alle das im Kopf haben. Ja. Dann Attitude, es muss zu einer Einstellung werden, dass
unternehmerisches Denken und Handeln die Kernkompetenz unserer Zeit ist. Nämlich völlig egal, ob du wirklich mal ein Unternehmen selbst gründest oder nicht. Und dann halt Action. Es muss Möglichkeiten geben, wo ich dann das wirklich üben, umsetzen, mir anschauen kann. Und genau vor diesem Hintergrund haben wir das dann eben von 2013 bis 2017 versucht, gemeinsam aufzubauen. Dass wir gesagt haben, Awareness, okay, wir versuchen Events zu machen, wir versuchen die Schwelle des Zugangs zu dem Thema einfach runterzuschrauben. Das Ideentriebwerk hat sich damals mitgegründet in diesem Kontext, was nach wie vor einer der wertvollsten und absolut besten Initiativen ist, die es am universitären Standort gibt. Attitude, wir haben versucht in unseren Lehrveranstaltungen das vor allem eben am Institut für Unternehmensführung und Entrepreneurship reinzubringen, weg von ganz klassischen Lehrveranstaltungen, du kriegst am Anfang ein Buch und am Ende gibt es einen Multiple-Choice-Test hin zu, es gibt Gastprofessoren, die selber Unternehmer sind oder aus der Wirtschaft kommen, es gibt Unternehmensplanspiel, es gibt eine Lehrveranstaltung, wo ich einen eigenen Businessplan schreiben muss, den von einer externen Jury von Experten präsentieren muss, also wie so in einem Pitching-Event. Und dann eben Action, also Formate, wo ich dann wirklich in der Lage bin, mein unternehmerisches Denken und Handeln auf den Prüfstand zu stellen, wie die Gründungsgarage. Und ich glaube, das ist halt mittlerweile echt cool, dass es an der Uni Graz, in den anderen Universitäten natürlich auch, an der TU habe ich auch relativ viel Einblick, dass es echt viele solche Formate gibt, wo ich sage, okay, wenn mich das interessiert, dann gibt es einen Spielplatz, wo ich mich austoben kann. Ja, finde ich auch extrem wichtig und bin so gesehen auch froh, dass es das gibt, weil ich nehme es ja so gesehen auch selbst in Anspruch, also ich bin jetzt auch in diesem Erweiterungsstudium da im Leadership, ich glaube, das gibt es jetzt seit zwei Jahren, drei Jahren so irgendwie, und es ist auch sehr spannend, jetzt, wenn jetzt so sage ich zum Beispiel jetzt Use und dem Leadership jetzt Vergleich, weil so die Herangehensweisen eben so ganz anders sind, wie du sagst eben, es ist nicht so traditionell, was der Buch in die Hand bekommt, sondern dass er die Multiple-Choice-Prüfung ist, sondern du musst eben ein Projekt machen, eben einen Businessplan schreiben, irgendwas pitchen oder so irgendwie, währenddessen da die Prüfung hast. Und jetzt eben gerade so in dieser Online-Lehrveranstaltungszeit war es ja ganz spannend, wo, sag ich jetzt mal, man kann es auch nicht alle natürlich über einen Kamm scheren, aber es viele einfach nicht zustande bekommen haben, dass sie so ein Online-Format hinbekommen oder vielleicht auch nicht wollten. Ich glaube ja, dass das daran liegt eigentlich. Währenddessen eben so bei Leadership, bei diesen innovativen Sachen war das überhaupt nicht kein Problem und so. Und das habe ich da ziemlich cool gefunden. Und eben auch so das Angebot, wie du sagst, so die Gründungsgarage, ich meine, es ist eine super Sache. Es ist ein riesiger Mentorenpool an wirklich erfahrenen Leuten, die da drinnen sind, wo die Studenten sich kostenlos bewerben können, ihre Idee pitchen können und wo dann schon einige wirklich erfolgreiche Projekte hervorgegangen sind, muss man sagen. Ja. Also finde ich so wirklich wichtig. Wenn du jetzt so junge Leute siehst, jetzt eben, sagen wir jetzt eben Studenten, die jetzt ihre Idee haben und sagen, okay, ich traue mich vielleicht noch nicht ganz, aber ich würde es euch schon gern machen und okay, jetzt nutze ich dieses Angebot da. Ich habe den Prozess auch schon selbst durchlaufen, man reicht dann das Konzept ein, man muss da vor der Jury pitchen und so. Was würdest du so sagen? Was fällt dir da auf jetzt, so, wenn du in der Jury sitzt? Gibt es irgendwelche Fähigkeiten, Skills, die jetzt besonders wichtig sind, die die Leute vielleicht noch zu wenig haben oder die einfach in der Zukunft extrem wichtig sind? Also ich würde mal sagen, ganz generell, und das ist auch eine Aufgabenstellung, die wir uns im Rahmen des Startup Accelerator Programms Gründungsgarage gestellt haben, ist, dass viel zu klein gedacht wird. Wir sind da leider Gottes nach wie vor, das ist jetzt keine Grazer Eigenheit, nach wie vor in Österreich oder im deutschsprachigen Raum stellen wir unsere eigene Leistungsfähigkeit, unser Potenzial völlig unter den Scheffel. Also das, was im angloamerikanischen Raum teilweise overpowered wird, wird halt bei uns komplett zu niedrig gedacht oder zu klein gedacht. Also da ist unsere Herangehensweise, den Leuten einfach zu sagen, hey, seid mutiger, riskiert was, stellt euch hin, macht was, geht was an, macht diesen ersten Schritt. Und da ist es mittlerweile, oder würde ich mittlerweile meinen, ist das Umfeld oder dieser Brutkasten, wenn man so will, in Graz wirklich gut geeignet, das machen zu können, weil es gibt Unzahl an Initiativen in der Grazer Startup-Szene, die aber gleichzeitig so gut vernetzt und so dicht miteinander zusammenarbeiten, dass, wenn ich da mal den ersten Schritt gemacht habe und drinnen bin, dass ich da eh gar nicht mehr rauskomme, also im positiven Sinne jetzt.
Also ich nehme jetzt mal ein konkretes Beispiel her. Jetzt geht es dann eh wieder los, hoffentlich. Startup Spritz auf dem Ideentriebwerk an jedem dritten Donnerstag im Monat. Ein komplettes Low-Key-Startup-Event, wo jeder hinkommen kann. Es ist kostenlos. Man kann sich dort mal anschauen, wie andere ihre Ideen vorstellen. Von Stadium, meine Idee passt auf einen Bierdeckel, zu Startups, die schon am Markt sind mit einem Produkt, das sich schon verkauft. Und man ist automatisch ein bisschen in diesem Hype drinnen. Also du bist ja jemand, der sehr stark daran glaubt, dass das Umfeld halt enorm wichtig ist, wie ich aus unseren Gesprächen weiß. Und ich komme auch immer mehr drauf oder bin auch immer mehr der Ansicht, dass man dieses Umfeld halt auch so gestalten kann oder soll, dass das ja eine Eigenerhöhungswirkung hat. Mhm. Also würde jetzt auch in dem Bereich, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt jemand, der studiert jetzt vielleicht im zweiten, dritten Jahr, ich habe eine coole Idee und möchte jetzt irgendwie den nächsten Schritt gehen, dann ist meine erste Empfehlung immer, schau, dass du mal in dieses Umfeld reinkommst. Geh mal zu einem Startup-Spritzer, bewirb dich einfach mal für die Gründungsgarage, mach den Prozess einfach mal durch. Selbst wenn du nicht genommen wirst, kannst du nächstes Semester wieder bewerben. Du hast ja schon gesagt, es ist kostenlos, die Bewerbung ist super easy, das sind ein paar Fragen, die zum Ausfüllen sind, also das ist überhaupt kein Aufwand, ich muss da nicht ein riesen Dokument vorbereiten oder so. Geh einmal zu Veranstaltungen, die es gibt vom Zentrum für Entrepreneurship, vom Ideentriebwerk Graz, von allen anderen Institutionen, die es gibt und schnupp einfach mal rein und man wird dann merken, wie man dann angesteckt wird auch von diesem Spirit. Mhm. Und dann führt oft ein Schritt zum anderen. Aber um jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, also das, was ich oder was wir meistens feststellen bei diesen Bewerbungen ist, dass zu klein gedacht wird. Okay. Also dass man durchaus mutiger auftreten kann, entschlossener auftreten kann, größer denken. Das ist was wir sehr oft als Feedback geben. Okay, ja, sehr, sehr spannend. Du hast jetzt selbst diesen Schritt auch gewagt und so dein eigenes Ding umgesetzt. Wie ist es dir da am Anfang gegangen? Du hast gerade gesagt, das Umfeld ist so extrem wichtig. Und ich kenne es jetzt auch so, wie ich früher angefangen habe, so mich mit diesen Themen so auseinanderzusetzen. Und das war halt immer so, Unternehmertum ist irgendwas, was Riskantes. Du kannst eben, du hast nicht so diese Planungssicherheit. Meine Oma sagt so immer, ja, such dir einen sicheren Job irgendwie. und also vom Standing irgendwie so, sag ich jetzt mal, das Akademische doch immer höher und das Unternehmertum so ein bisschen niedriger und so. Wie ist es dir da gegangen? Du hast ja damals deinen Job, glaube ich, an der Uni auch aufgegeben dafür, wo du gesagt hast, okay, na, du willst es jetzt wirklich machen. Wie war das für dich so? Hast du da Umfeld gehabt, das sich da jetzt unterstützt hat? Haben die Leute, waren es da überrascht? Wie ist es dir da gegangen? Bist du auf Gegenwind gestoßen? Also es war von bis. Unsere Omas haben scheinbar miteinander Kontakt gehabt. und meine Oma und mein Opa haben auch gesagt, um Gottes Willen, jetzt hast du so einen guten Job auf der Uni und hast du jetzt Möglichkeiten, dich weiterzuentwickeln. Wieso tust du das? Kann mich noch genau erinnern. Hat mir dann auch natürlich trotzdem unterstützt und daran geglaubt. Bei meinen Eltern war es umgekehrt, also positiver, als ich es erwartet hätte. Jetzt nicht, dass mir meine Eltern haben mich immer unterstützt, egal was ich gemacht habe, aber sind halt doch beide, eben, ich habe es eh vorher schon gesagt, in einer Zeit aufgewachsen, wo der Umgang oder der Zugang zum Thema Karriere eher konservativ war, haben wir beide, würde ich jetzt mal sagen, eher, also waren beide nicht unternehmerisch tätig, waren beide Zeit ihres Lebens angestellt, sind jetzt beide schon in Pension. Und ich war ehrlich gesagt überrascht, wo ich ihnen dann gesagt habe, dass ich den Schritt tatsächlich machen werde, dass sie so positiv waren und gesagt haben, ja, das finden wir super und mach das und wie können wir dir helfen und also volle Unterstützung in jeglicher Hinsicht. Meine Frau Dito, also die hat natürlich aus erster Hand mitbekommen, dass ich die Monate davor oder das Jahr davor eigentlich schon sehr stark gehadert habe mit meiner aktuellen Jobsituation, weil einerseits der Job auf der Uni mir voll Spaß gemacht hat, weil ich habe extrem gern unterrichtet, das mache ich nach wie vor gern, deswegen tue ich das ja nach wie vor neben meiner unternehmerischen Tätigkeit. Ich habe mich in dem Team, das diesen ganzen Startup-Bereich aufgebaut, enorm wohlgefühlt. Und auch das ganze Umfeld hat mir natürlich taugt, also das ganze Startup-Umfeld begeistert mich bis heute, deswegen bin ich da nach wie vor ein aktiver Teil oder Mitgestalter davon. Nur auf der anderen Seite hat es halt gewisse Frustrationen auch schon gegeben, die sich über einen längeren Zeitraum gezogen haben, intern, aber eben vor allem auch ein bisschen diese Grenzen der Bürokratie, also dass halt, gerade wenn du auf der Uni dann schon ein bisschen größere Projekte angehst, dass das halt zum Teil dann auch ein bisschen ein Politikum ist und nicht immer im Dienst der Sache ist, was halt mich oder unser Team dann zunehmend belastet hat, weil wir da eigentlich, also vor allem der Matthias und ich,
eigentlich immer einen sehr sachlichen Zugang gehabt haben und immer im Dienst der Sache arbeiten wollten und nicht irgendwie so, ja, so dieses, ja, ich kann es nicht anders nennen, Politikum, dieses politische Spiel mitspielen wollten. Und ich gleichzeitig aber dort natürlich, oder ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, im universitären Umfeld ein großes Projekt leiten zu dürfen und habe vor dem, um ehrlich zu sein, auch ziemlich Bammel gehabt. Also ich habe das einerseits als große Chance wahrgenommen, habe aber auch gemerkt, nämlich buchstäblich, dass ich schlaflose Nächte gehabt habe. Also ich habe da echt eine Zeit gehabt, da habe ich nicht gut geschlafen und bin mit Bauchweh aufgewacht mitten in der Nacht und war immer so hin und her gerissen zwischen, du musst diese Chance jetzt wahrnehmen, für das hast du jetzt 4 Jahre gearbeitet, und auf der anderen Seite hat mir mein Bauch irgendwie gesagt, das passt nicht für dich. Und da ist es mir nicht so gut gegangen. Und das war quasi die Ausgangssituation. Und dementsprechend hat meine Frau das sehr unterstützt, weil sie gemerkt hat, okay, die andere Entscheidung oder die Entscheidung für den anderen Karriereweg würde mich wahrscheinlich nicht glücklich machen. Und hat das voll unterstützt, aber ich habe natürlich in der Phase auch viel mit ihr drüber gesprochen und wir waren uns auch zu dem Zeitpunkt klar, wenn ich diesen Schritt gehe, dann bedeutet das einmal sicher für die nächsten Jahre keine großen finanziellen Sprünge, also ja, wir werden da jetzt keine großen Urlaube machen können, wir werden unsere Wohnsituation vermutlich nicht verändern können, sehr schnell, also wir haben damals nur in meiner alten Studentenwohnung gewohnt, die uns schon ein bisschen auf den Kopf gefallen ist, weil sie sehr klein war. Aber sie hat es trotzdem voll mitgetragen und das war mir halt auch enorm wichtig, weil wenn ich diese Unterstützung nicht gehabt hätte oder wenn ich das Gefühl gehabt hätte, dass das nicht auch im Interesse unserer Beziehung ist, dann hätte ich den Schritt nie gemacht, weil ich habe es dir im Vorgespräch gesagt, also für mich gibt es halt nichts drüber als ja, meine Familie oder die Beziehung zu meiner Frau, und ich hätte den Schritt nicht gemacht, wenn wir das nicht gemeinsam entschieden hätten, sozusagen quasi. Also war ich sehr froh, dass sie das mitgetragen hat. Ja, also insofern war das Umfeld eigentlich sehr unterstützend und ich glaube, dass das wichtig ist. Ich glaube nicht, dass man es nicht machen sollte, wenn man nicht unterstützendes Umfeld hat, aber es ist sicher leichter, wenn dein näherstes Umfeld das mittragt, überzeugt ist, die pusht, sagt, wir glauben an die, wie können wir da helfen, macht das sicher leichter, die Entscheidung. Ja, schön zu hören, dass es so gegangen ist. Ich meine, ihr habt jetzt eben die Fitness Company seit 3 Jahren, 4 Jahren, glaube ich jetzt, gell? Genau. Und habt euch ja wirklich zu einem zentralen Anlaufpunkt eben für Fitness in Graz entwickelt, was ich auch super, super cool finde und da den vom Ansatz sehr, sehr begeistert bin. Was würdest du so sagen, waren bisher jetzt so deine größten Learnings? Vielleicht ist so die typische, gab es so Sachen, wo ihr gescheitert seid irgendwie, was ihr besser machen hättet können, was ist besonders gut gelaufen, was hast du besonders gelernt, solche Sachen? Also das größte Learning war, dass du nach 4 Jahren auf der Uni Leuten erzählen, wie sie sich selbstständig machen und insgesamt zu dem Zeitpunkt 6 Jahren Beratung im Unternehmens-, Gründungs- und Startup-Umfeld trotzdem 90% aller Fehler machst, von denen du davor jahrelang gepredigt hast, sie nicht zu machen. Woran liegt das, glaubst du? Ja, dass halt drüber reden und was tun, 2 Paar Schuhe sind. 90% ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt. Aber klar, es sind Fehler passiert, um Gottes Willen. Also ich glaube, wenn uns keine Fehler passiert wären, dann hätte das eines von 2 Dingen bedeutet, nämlich entweder wäre es uns nicht aufgefallen, was furchtbar ist, weil dann kann man nichts daraus lernen. Oder wir hätten Fehler gemacht, aber die halt irgendwie totgeschwiegen oder nicht drüber geredet, was auch furchtbar wäre. Also, dass keine Fehler passieren beim Projekten der Größenordnung, wenn man einen komplett neuen Zugang zu Training testen will, finden will, durchziehen will, dann wären wir, glaube ich, irgendwie falsch am Platz. Aber Gott sei Dank, muss ich ehrlich sagen, also es ist uns kein dramatischer Fehler passiert, sonst würde es uns eh nicht mehr geben. Es war Gott sei Dank eine sehr, sehr gute Kombination bei unserer Gründung, weil mein Partner, der Lukas, ja, ein, wie soll ich sagen, mein absoluter Gegenpart ist, im besten Sinne des Wortes, was betrifft seine Neugier zum Thema, wie kann ich einen Menschen bestmöglich in seiner physischen Leistungsfähigkeit trainieren und supporten. Also die Neugier, die er für dieses Thema aufbringt, ist maximal. Also ich kenne niemanden, der in irgendeinem Feld, völlig egal was das jetzt ist, neugieriger ist oder mehr das aufsaugt wie ein Schwamm. Und gleichzeitig aber gepaart mit meiner Erfahrung, die ich schon gehabt habe, im
Welche Fragen müssen wir uns stellen, wenn wir Unternehmen gründen? Welche Tools können wir zur Planung benutzen? Wie können wir das ganze Projekt auch so vermarkten, dass Leute checken, um was es geht, dass Leute bei uns durch die Tür gehen? Das war halt wirklich eine richtig gute Kombination. Also das war halt Textbook-Gründungsteam. Mhm. So stellst du das vor. Komplett komplementäre Fähigkeiten, zum Teil auch komplementäre Eigenschaften. Also, ja, weiß ich nicht, wann er immer... einer sich irgendwie ein bisschen in Richtung verrannt hat, hat der andere wieder zurückgeholt. Mhm. Gleichzeitig aber auch im vollen Vertrauen zueinander. Also zu sagen, okay, passt, ich mische mich nicht ein in das Ganze, was das Trainingskonzept betrifft. Er vertraut mir voll, was das wirtschaftliche Konzept betrifft. Und wir haben extrem effizient miteinander arbeiten können. Was wir trotzdem in der Gründungsphase definitiv unterschätzt haben, ganz einfach, weil wir beide nahezu null, also ich null und der Lukas wenig Erfahrung gehabt haben, war der ganze Umbau von unserem Trainingszentrum. Mhm. Also wir haben Gott sei Dank ja dann nach monatelanger Suche Location für unser Unternehmen gefunden, wo wir relativ viel selbst gestalten haben können, was jetzt super anhört. Mhm. Aber wenn du halt einen Eröffnungstermin hast und ein komplettes Stockwerk an Innenausbau machen musst, also da ist noch nicht einmal ein Estrich drin gewesen, geschweige denn eine Wasserleitung, eine Stromleitung oder sonst irgendwas, dann und du betreust zum ersten Mal selbstständig so eine Großbaustelle und wir haben natürlich alles selber gemacht, mhm. dann passieren natürlich Fehler. Also wir haben Kosten massiv unterschätzt, wir haben Zeiten massiv unterschätzt, wir haben wahrscheinlich um 50% der Dinge, die wir in irgendeinem Grazer Baumarkt gekauft haben, nicht benutzt oder falsch gekauft oder wieder zurückgegeben oder umgetauscht. Wir haben uns WLAN, wir haben alle Fehler gemacht, die man auf einer Baustelle machen kann. Mhm. Aber das ist logisch, weil wir haben das noch nie in unserem Leben gemacht. Und sicher Fehler passieren. Ja, weiß nicht, wir haben auch dutzende unternehmerische Fehler gemacht. Aber ich glaube, wichtig ist nicht, dass man keine Fehler macht, sondern dass man halt daraus lernt. Mhm. Also, dass man die Fehler als solche erkennt, dass man dann daraus lernt, dass man selbstkritisch ist und dann halt, dass sich auch Fortschritt entwickelt. Mhm. Das ist, glaube ich, viel entscheidender, als keine Fehler zu machen. Ja, absolut. Also, ich glaube auch, dass das extrem wichtig ist. Und es scheint ja zu funktionieren, weil ihr seid ja doch immer so ein Anlaufpunkt, wo wir jetzt wirklich schon eben Leistungsathleten sind und ich glaube, gerade im Gewichtthema, da ist ja schon... wirklich Athleten, muss man sagen, die bei Wettkämpfen gewinnen, also wirklich so diesen Leistungsanspruch haben und diesen Siegesanspruch haben, was ich extrem cool finde. Du bist ja auch Instruktor für Gewichtheben und Kraftdreikampf bei der Bundessportakademie, also es scheint zu wirken. Was ich auch cool finde, eben ist auch so dieser Ansatz, den ihr eben bei Löwenherz habt, so dieses Innovative natürlich, was so von eurem Background mitkommt, wie du sagst, Lukas mit seiner Neugier fürs Training, du halt im wirtschaftlichen, Startup, unternehmerischen. Wo wollt ihr da hin? Oder was ist so eure große Vision? Mhm. Weil ich frage jetzt aus dem Hintergrund, dass ich halt eben auch schon die verschiedensten Sportarten ausprobiert habe und ich sage jetzt mal so ein klassisches Fitnessstudio. Da gehst du hin, bei den meisten Leuten, wo du zuschaust, wird das schlecht von der Form her, wie die das ausführen, was du sagst, das ist eine Frage der Zeit, wie sie sich verletzen. Es ist also vom Spirit, wenn du zu Hause bleibst, interessiert es euch niemanden, wenn du dort bist, die ist halt auch so schön und nett und so. Aber so, wo sich so eine Kette, so ein Fitnessstudio hinentwickelt, sehe ich jetzt so die Vision irgendwie nicht. Und bei euch spürt man jetzt auch schon diesen Spirit irgendwie und es gibt ja so eigentlich eben allumfassend um Fitness jetzt auch inzwischen so Ernährungsfortbildung ist jetzt extrem data-driven unterwegs. Was ist da so eure Vision? Also grundsätzlich war es so, dass der Ausgangspunkt des Unternehmens oder unserer gemeinsamen unternehmerischen Aktivität war, dass wir festgestellt haben, also da reden wir jetzt so von spät 2015, früh 2016, würde ich jetzt mal so sagen, dass wir uns halt immer mehr aufgrund privaten Interesses und beim Luki, der hat damals auch angefangen, neben seinem Maschinenbaustudium auch Sportwissenschaften deswegen noch zu interessieren, zu inskribieren, weil es uns so interessiert hat, aus der Leistungssportperspektive, weil wir haben halt damals beide CrossFit als Leistungssport betrieben, wie können wir unser eigenes Training noch besser gestalten und haben halt alles aufgesaugt, was man irgendwie online findet und der Luki dann natürlich auch sein Studium von einer wissenschaftlichen Perspektive her und haben einfach festgestellt, dass wie in jedem Bereich, desto tiefer du reinkommst, desto mehr Fragen stellen sie eigentlich. Also desto mehr beginnst du herauszufinden, was die eigentlichen Fragestellungen sind. Und dann trennt sich mal ein bisschen der Spreu vom Weizen und dann reduziert es runter auf ein paar Leute, die sich halt auf dem Niveau oder mit der Akribie damit mit dem Thema beschäftigen. Und
uns war es halt wichtig von Anfang an zu sagen, okay, wenn wir unternehmerisch tätig werden wollen, wir wollen nicht, und ich sage das jetzt ganz bewusst dazu, unter Hochkommer nicht nur, unter Anführungszeichen, ein Gym, eine Box, wie man du das jetzt nennen willst, ein Fitnessstudio gründen, sondern wir wollen alles an Wissen aufsaugen, sammeln und auch neues Wissen generieren rund um die Themen Fitness, Sport und Gesundheit. Und deswegen haben wir es in der Namensfindung, das heißt jetzt nicht irgendwie Löwenherz Fitness Box, Löwenherz Gym, Löwenherz Crossfit, wie auch immer, sondern es heißt Löwenherz Fitness Company, weil es wirklich eine Company sein soll. Also eine Company, die sich komplett offen lässt, welche Produkte und Dienstleistungen sie in der Zukunft anbietet, die sie aber jedenfalls draufschreibt als Ziel oder als oberste Maxime. Wir wollen immer am Puls der Zeit im Bereich Trainingswissenschaften sein. Mhm. Und in diesem ersten Claim, den wir da damals generiert haben, We Lead Others Follow, das beschreibt das perfekt. Deswegen steht es auch. Ich finde den so stark, diesen Spruch. Deswegen steht es auch auf unseren Shirts drauf und deswegen posten wir das auch in einer Tour, weil das beschreibt exakt jeden einzelnen Arbeitstag in dieser Firma. Egal, ob das jetzt wir sind oder unsere Mitarbeiter, mittlerweile 3 Mitarbeiter. Also nie zufrieden gehen mit dem Status quo, immer alles anzweifeln, weiterdenken wollen und halt auch gestaltend sein wollen. Also nicht hinterhergehen, sondern wir wollen führen. Da passieren natürlich hier und da Fehler und Abzweigungen. Also erst letztens haben wir wieder geredet und gescherzt, wenn man sich den ersten Krafttrainingsplan, den wir für unsere Mitglieder gemacht haben, anschaut und den jetzigen, dann war der erste auch nicht schlecht, brauchen wir überhaupt nicht reden, nur das ist ein anderes Niveau. Mhm. Und das sind jetzt 3 Jahre. Also was ist in 5 Jahren, was ist in 10 Jahren noch möglich? Und die Richtung, in die es gehen soll, ist, wir wollen uns einfach immer überlegen, mit dem Wissen, das wir generieren, weil wir halt solche Nerds sind, wie können wir das Wissen so aufbereiten, damit es einer möglichst großen Zahl an Personen zugänglich ist. Mhm. Und das heißt einerseits, dass Leute, die bei uns im Trainingszentrum trainieren, halt nach dem bestmöglichen Trainingssystem trainieren müssen, egal ob das jetzt Couch-Potatoes sind oder Leute, die aus einer Verletzung zurückkommen oder Leute, die halt nur 2-3 Mal in der Woche eine Stunde wirklich zielgerichtet Sport machen wollen. Oder ob das, du hast es eh schon angesprochen, irgendwelche Leistungs- oder Spitzensportler sind. Also die Akribie oder das Wissen, die Qualität des Wissens, das in der Trainingsplanung drinnen steckt, ändert sich nicht. Egal, ob du einmal in der Woche zu uns kommst, um 5 Kilo abzunehmen, oder ob du 20 Stunden in der Woche trainierst, weil dein Ziel ist, 2024 bei Olympia teilzunehmen. Es ändert sich nur die Intensität, in der wir beide miteinander zusammenarbeiten. Mhm. Aber das Niveau, auf dem trainiert wird, muss immer für alle gleich sein. Und das zweite große Thema ist halt das ganze Thema Aus- und Weiterbildung, wo wir halt auch unser Steckenpferd drinnen sehen. Lukas und ich sind beide an der Bundessportakademie als Referenten tätig, also in der Instruktoren-, aber auch in der Trainerausbildung, weil wir auch immer sagen, wir wollen, dass insgesamt das Niveau in der Branche oder im Markt höher wird. Mhm. Also wir dürfen den Markt nicht den Mittelmäßigen überlassen, das ist ja wahrscheinlich so eine eigene Podcast-Folge. ein Thema, das mich sehr aufregt oder anregt, sagen wir es jetzt mal so. Mhm. Aber wir wollen, dass auch Trainer zukünftig besser ausgebildet sind, vor allem Leute, die eine staatliche Trainerausbildung haben. Private Trainerausbildung gibt es in Sand am Meer, da haben wir jetzt eh keine Handhabe drüber, wie da die Qualität ist. Aber wenn jemand eine staatliche Trainerausbildung absolviert, dann muss der einfach top sein. Und da sind wir sehr froh, dass wir das mitgestalten dürfen. Aber auch unsere eigenen Themen, unsere eigene Seminarreihe und in letzter Zeit, also ich würde jetzt mal sagen, so im letzten Jahr, auch ganz stark das Thema, wie können uns Daten dabei unterstützen, noch schneller und noch agiler, ob das jetzt im Bereich Trainingsplanung ist oder im Bereich Ernährung ist, noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Weil wir sind halt, sowohl der Lukas als auch ich, halt auch sehr strukturierte Denker und halt auch Daten-Nerds. Und vor allem der Lukas halt auch mit seinem maschinenbauerischen Zugang, dass halt alles, was wir messen können, können wir analysieren. Alles, was wir analysieren können, können wir dann wiederum steuern. Mhm. Und wir hassen Zufälle. Und desto mehr du weißt und desto mehr du analysieren und steuern kannst, desto weniger Zufälle gibt es in deinem System. Mhm. Das ist was uns sehr antreibt und wo es viele Projekte gibt, an denen wir aktuell arbeiten, über die wir vielleicht noch sprechen können oder auch nicht, aber das ist die Richtung, in die es hingeht. Mhm. Na, super spannend. Im Ansatz finde ich genial. Wenn jemand ein Probetraining machen will, gibt es auch immer wieder Termine, gell? Ja, also, definitiv. Also so ziemlich genau einmal im Monat gibt es die Möglichkeit, uns kostenlos kennenzulernen. Ganz kurzfristig diese Woche Mittwoch. Am Abend um 19.30 Uhr, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, wir sind schon voll, aber sollte sie noch kurzfristig wer finden, werden wir natürlich einen Platz finden. Ja.
Ja, der nächste Termin kommt bestimmt. Definitiv. Auf jeden Fall habe ich selbst wahrgenommen, kann es daher auch nur empfehlen. eben, weil ich diesen Ansatz also cool finde. Und du hast das auch gerade gesagt, immer mit diesem Messen und du hast mehr Daten und lernst mehr über dich selbst, wie du es optimieren kannst und so. Und das ist jetzt auch wieder so ein Kombi, um auf das andere Thema zurückzukommen, ebenso, wenn man so vielseitig interessiert ist und immer verbessern will, optimieren will, gibt es ja auch so die Schattenseiten. Gibt es so deiner Meinung nach so irgendwie einen Sweet Spot oder wo es dann irgendwie zu viel wird oder wo dann quasi so Qualität irgendwo leidet, ab dem man dann nicht mehr, weil man kann ja heutzutage alles tracken, man kann den Schlaf tracken, man kann die verschiedensten Supplements im Milligramm-Bereich einwerfen, es gibt für alles mögliche eigenes Device, hast du da irgendwo eine Grenze oder wie weit gehst du da mit dem Tracken persönlich? Also jetzt trifft man ein bisschen in philosophische Fragestellungen ab, was ich super finde, weil das also Philosophie taugt mir total. Und also ich für mich persönlich habe definitiv eine Grenze. Keine Ahnung, ob die jetzt im Durchschnitt eher niedrig oder hoch liegt, aber ihr werdet letztens wieder einen Podcast gehört zum Thema Biohacking und es tut sich einfach extrem viel in dem Bereich. Und ich für mich persönlich habe so die Grenze, ich möchte Optimierung nicht um Optimierung willen betreiben. Also wenn ich das Gefühl habe, dass ich gut schlafe, dass ich erholt bin, ich bin selten krank, ich kann in meinem Job eine gute Leistung bringen, ich bin wach, ich kann Sport machen, dann würde ich jetzt kein Bedarf bei mir sehen, mir jetzt noch irgendein Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen oder ein Buch zu lesen, wie ich meinen Schlaf noch weiter optimieren kann, sondern dann habe ich halt bin halt ein großer Fan vom Pareto-Prinzip. Dann schaue ich halt einmal, dass ich einen Großteil optimiere und wenn es für mich passt, dann ist das für mich das Ende erreicht. Und so sehe ich das halt in allen Bereichen. Was ich feststelle und was ich ein bisschen bedenklich finde, ist, wie in vielen Bereichen in der Politik ist es ja momentan nichts anderes, dass die Menschen oder unsere Gesellschaft immer auf der Suche nach einfachen Lösungen ist. Ja, stimmt. Und oftmals klingt es halt einfacher, nimm dieses Supplement, dann schläfst du besser, als dass die Leute mal mit einfachen Dingen starten, wie die Jalousie zumachen, den Raum gut temperieren, 2 Stunden vorm Schlafen gehen, vielleicht nicht mehr ins Handy schauen oder einen Film anschauen, vorm Fernseher hucken, spät was essen, was Hochkalorisches. Also aber das sind halt lauter Dinge, die sind nicht fancy, da kann ich nicht Geld ausgeben und damit mein Gewissen beruhigen. Ich habe ja eh investiert quasi. Und so sehe ich das eigentlich in relativ vielen Bereichen der Selbstoptimierung momentan. Klar können einen diese Dinge unterstützen und ich bin ja selbst auch ein großer Freund von Gadgets und habe das auch alles schon mal durch, habe schon Phasen gehabt, wo ich jeden Schritt getrackt habe, wo ich auch, wenn ich noch nicht genug Schritte gehabt habe, nochmal ausgegangen bin oder künstlich in der Wohnung hin und her gegangen bin, einfach nur um meine Tagesschritte zu schaffen und so. Ich würde jetzt nicht sagen, jedes Supplement nur, das es gibt, also das klingt jetzt immer ein bisschen bedenklich, aber habe natürlich in meiner Trainingskarriere hunderte Euro für BCAAs ausgeben, die komplett sinnlos sind, statt dass ich einfach mal rund um mein Training schaue, ist mein Trainingsplan überhaupt optimal, bin ich ausgeschlafen, also die ganzen Dinge optimiere, die eigentlich sowieso schlau wären, im Sinne von Longevity. Und ja, da bin ich gespannt, wo die Richtung hingeht, weil eines ist auch mal klar, durch die Unterstützung von Technologie und Biotech, also wir sind da gerade ganz am Start erst. Ja. Also wer jetzt schon zum Thema Biohacking, so wie ich, eine Gänsehaut kriegt, da kommt noch viel mehr. Also da haben wir noch nicht einmal die Tür ganz aufgemacht, glaube ich. Sehe ich ganz gleich so. Weil es ist halt so die eine Sache, wie du sagst, du schluckst eine Tablette oder du tust halt deinen Schlaf jetzt tracken oder so irgendwie. Aber dann, wenn du dann anfängst, so weiß nicht, Chips zu implementieren, das ist halt ein ganz neues Level wieder. Und dann letztens haben wir auch drüber geredet, von 15 Seconds von der Show mit der Datensicherheit. Du weißt natürlich, was in den Sachen passiert und so. Also Und ich finde auch, aber das ist jetzt vielleicht mein persönlicher Zugang, eine gewisse Unsicherheit gibt dem Leben auch eine gewisse Romantik. In dem Podcast, den ich gehört habe, ich habe das noch nicht nachgeprüft, aber ich nehme mal an, dass das eine seriöse Information ist, war die Rede davon, und das hat ein Stanford-Professor zitiert, dass es an der Stanford University, dass sie einen Test entwickelt haben, wo sie mit 91%iger Wahrscheinlichkeit nur aufgrund von Eye-Movement-Studies sagen können, ob die Person homosexuell ist oder nicht. Selbst bei Personen, die das selbst noch nicht
wissen oder für sich selbst noch nicht herausgefunden haben, in welche Richtung ihre Sexualität sich orientiert. Und der Disclaimer war quasi, wow, wie cool, in Zukunft ersparen sich alle Personen, die vielleicht im Rahmen von ihrer Pubertät über Jahre hinweg strugglen, weil sie nicht wissen, wie sie mit ihrer Sexualität umgehen sollen, dieses Drama, weil sie machen einfach den Test und dann wissen sie es. Und ich denke mir jetzt, also ohne mir jetzt, ich möchte jetzt überhaupt nicht das irgendwie runterspielen oder da jetzt wertend sein, aber ich denke mir so Dinge wie einen Zugang zu meiner Sexualität finden, auch enttäuschte Liebe und so weiter, das tut natürlich weh, aber das gehört doch zum Menschsein dazu, das ist ja Teil von unserer Entwicklung. Ja. Ich habe auch oft schon in meiner Jugend Liebeskummer gehabt, wo ich gedacht habe, die Welt geht unter, nur um 3 Tage später festzustellen, dass alles nicht so schlimm ist und die Mama recht gehabt hat, dass die Sonne am nächsten Tag wieder aufgeht, aber das gehört doch zum Menschwerden dazu. Absolut, ja. Also wenn ich jetzt einen Test machen kann, der mir sagt, was soll ich vom Beruf werden und wen soll ich heiraten und bin ich eher Hund- oder Katzentyp und wann, dann gibt es keine Unsicherheit mehr. Vielleicht mir noch sagt, wann ich stirb, woran ich stirb. Also dann ist eh schon alles vorgekaut im Leben. Das stimmt, ja. Also ob das so spannend ist, aber vielleicht bin ich da, vielleicht bin ich doch schon ja, zu weit. Ja, es ist ja schon so, alles was halt irgendwie begrenzt ist, was man nicht hat, das macht es irgendwie interessant und so geht es nicht sicher, wenn man sich endlos optimieren kann und das ist ja halt im Endeffekt, geht es in Richtung, kann man unsterblich sein jetzt irgendwann, aber was machst du dann, wenn du weißt, dass halt die Zeit unendlich ist und so? Und so gesehen, wo du weißt, man hat ein Ablaufdatum oder ist eigentlich so, auf die Philosophie, so auf die Stoiker und so zurückzukommen mit dem Memento Mori, du weißt, dass du stirbst irgendwann, das macht es begrenzter. Du fragst dir jeden Tag, okay, hast du halt wirklich so gelebt, wie du das wolltest? Hast du den Tag jetzt so die Stunden mit Social Media irgendwie so verschissen, sag ich jetzt einmal? Also von dem her sehe ich das ganz gleich, ja. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich viel positive Dinge. Also natürlich, wenn ich Biotech-Systeme dafür nutzen kann, zur Krebsfrüherkennung oder zu anderen schrecklichen Dingen, die einfach zur Gesundheit beitragen, dann ist es natürlich super. Aber ich weiß nicht, ob man jeden Lebensbereich auf Teufel komm raus optimieren muss. Und ja, also ich glaube, in gewissen Lebensbereichen ist es vielleicht nicht ganz schlecht, wenn noch ein bisschen das Bauchgefühl mitentscheidet und das Menschsein bleibt, weil wenn wir jede Entscheidung nur mehr perfekt treffen, was unterscheidet uns dann eigentlich noch von Maschinen? Das stimmt, ja. Also gut, zusammengefasst kann man sagen, wir optimieren, um zu leben und nicht wir leben, um zu optimieren. Ja, das ist eine super Zusammenfassung. Ja, ich meine, das sind jetzt natürlich so Themen, da kann man noch endlos weitersprechen. Trotzdem glaube ich, das Gute ist, dass wir jetzt langsam zum Ende dann kommen. Was mich jetzt noch interessieren würde, gibt es so Personen, die dich persönlich inspirieren, wo du sagst, okay, wow, das sind jetzt bestimmte Vorbilder, die taugen mir, oder gibt es so wen würdest du gerne, sag ich jetzt mal, auf ein Abendessen treffen, wo du dich unterhalten könntest, was lernen könntest? So? Boah, also da könnte wahrscheinlich das restliche Jahr Abendessen gehen, weil ich mich auch extrem für Personen und Biografien interessiere. Ich habe zum Beispiel letztens mit jemandem gesprochen, der mir empfohlen hat, die Michael Jordan-Doku anzuschauen, The Last Dance auf Netflix. Kann ich nur jedem empfehlen, anzuschauen. Ich bin null Basketball-Fan. Ich habe nie Basketball gespielt. Ich kenne mich nicht, also ich verstehe den Sport schon, ja, und natürlich habe ich Michael Jordan gekannt, klar, als allgemeiner Sportfan. Aber ich bin überhaupt kein Basketball-Nerd oder so. Und das war trotzdem eine extrem packende Doku, weil er einfach so eine interessante Persönlichkeit ist, mit viel Licht, mit viel Schatten. Und ich könnte mir vorstellen, also mit dem Abendessen gehen wäre super cool, aber genauso mit Dutzenden anderen Menschen. Und ich glaube, dass man generell sehr viel einfach lernen kann, wenn man sich mit vielen verschiedenen Menschen austauscht. Das war das, wo ich vorher gemeint habe, eines der Dinge, die ich im Nachhinein an meiner Studienzeit anders machen würde. Ich war da, ich würde jetzt nicht sagen introvertiert, aber ich war halt immer eher in meiner Clique unterwegs und natürlich auch dann auf Partys oder auf Events, wo andere Leute auch waren, aber habe dann erst wieder mit meinen 5 besten Freunden geredet. Und ich glaube, dass das definitiv ein Learning war und dass ich das jetzt seit vielen Jahren komplett anders praktiziere, weil ich einfach gemerkt habe, du kannst gerade von Leuten, die eben nicht immer deiner Meinung sind und nicht immer deinen Background haben und nicht immer das machen, was du ohnehin schon machst, so viel lernen, dass ich da jetzt nicht eine Person rausnehmen würde. Würdest du mich zwingen, eine zu nennen, würde ich wahrscheinlich, einfach weil ich extrem viel von ihm gelesen und gehört habe in letzter Zeit und so eine coole Persönlichkeit finde, dann Simon Sinek nennen.
dem würde ich gerne auf Abendessen gehen. Ja, das stelle ich mir auch sehr, sehr spannend vor. Verfolge ihn auch ganz aktiv. Ja, cooler Typ. Eben, weil du es auch gesagt hast, es gibt die verschiedensten Menschen, von jedem kannst du was lernen, egal woher er kommt, was er für einen Background hat. Und du gesagt hast, in der Schulzeit hast du immer schon sehr, sehr viel gelesen und die verschiedensten Sachen. Was würdest du sagen, kannst du irgendwelche Bücher empfehlen, die für dich besonders prägend waren, die ja eine bestimmte Bedeutung gehabt haben in irgendwelchen Projekt oder wo du sagst, okay, das waren die jetzt, die richtige Gamechanger waren? Also ich kann wahrscheinlich eine ganze Liste, so wie du, und du machst das ja über deine Kanäle, oft Bücherempfehlungen abgeben, von denen ich mir dann auch schon einige durchgelesen habe, die du empfohlen hast. Ich glaube, weil wir da sehr ähnliche Interessen haben. Mhm. Ein Buch, das ich unlängst erst gelesen habe und das mir extrem gut gefallen hat, war Atomic Habits von James Clear. Mhm. Weil es einerseits super zum Lesen war, also der Stil hat mich genau angesprochen, genau die richtige Mischung aus, es wären Studien zitiert, also man kann sie ein bisschen tiefer reinlesen, man merkt, okay, da ist was dahinter und trotzdem spannend aufbereitet, einmal mit einer Geschichte dazu. Das hat mir von der Aufmachung her sehr gut gefallen und hat auch perfekt jetzt genau in diese Phase gepasst, wo ich gesagt habe, okay, mir ist ein bisschen der Fokus abgegangen, ich möchte mir wieder ein paar Habits angewöhnen, aber das Buch, das sich darum dreht, wie man sich Habits aneignen kann, natürlich perfekt. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Jetzt seit vorgestern lese ich gerade mega spät dran, die meisten haben es wahrscheinlich eh schon gelesen, die deinem Podcast folgen oder dir folgen, Eine kurze Geschichte der Menschheit von Harari. Das habe ich gelesen und die ersten 100 Seiten waren so weg. Also das habe ich verschlungen, weil es auch wieder so eine breite Querschnittsmaterie ist, die mich einfach extrem interessiert. Ein bisschen was aus Biologie, ein bisschen was aus Philosophie, ganz viel Geschichte, logischerweise bei dem Buchtitel. Und das Buch würde ich auch, obwohl ich es noch nicht fertig gelesen habe, uneingeschränkt empfehlen, weil es, glaube ich, cool ist, zu wissen, wo wir herkommen als Menschen. Gerade in Zeiten wie diesen, wo ich persönlich das Gefühl habe, dass wir uns teilweise als Gesellschaft wieder eher zurückentwickeln als vorwärts, ist es nicht schlecht zu wissen, wo man herkommt, damit wir das vielleicht irgendwann dann einmal schaffen, was du ganz zum Start gesagt hast, dass man den gleichen Fehler nicht zweimal macht oder Fehler, die andere schon gemacht haben, nicht nochmal machen. Also das wären zwei Bücher, die ich unlängst gelesen habe oder lese, die ich sehr empfehlen kann. Ja, super, also zumindest Atomic Habits, das haben wir eigentlich unabhängig voneinander zufällig gelesen, ich war auch ganz hin und weg, werde beide Bücher verlinken, also kann ich so gesehen auch nicht empfehlen, so gesehen. Ja, zuletzt jetzt noch, schauen wir jetzt noch, ob wir jetzt Fragen von der Community bekommen haben, auf Instagram noch wer geschrieben hat. Ein bisschen eine Spaßfrage vielleicht, aber so, was sind so die Vor- und Nachteile, wenn man so derb breit ist? Ja, also die Vorteile einer gewissen Körpermasse und Kraft in einer Sportart wie olympisches Gewichtheben sind klar, man kann mehr Gewicht bewegen und bei einer Sportart, wo die Platzierung oder wo das Ergebnis des maximalen Gewichts darüber entscheidet, wo man platziert ist, ist das natürlich nicht von Nachteil. Ein definitiver Nachteil, wenn man viel Krafttraining betreibt, ist, dass man in nahezu keinen Anzug passt, denn der irgendwie einen modernen italienischen Schnitt hat. Ah, das kenne ich. Also das war, kann mich erinnern, 2017 bei meiner Hochzeit, das Nervenaufreibendste an der gesamten Vorbereitung war, irgendwo in Graz einen Anzug zu finden, der nicht mein komplettes Budget sprengt und wo ich reinpasse. Also das sind so ja Grenzen. Ja, Schultern und Oberschenkel sind so Klassiker. Ganz genau, ganz genau. Aber ja, mittlerweile gibt es ja schon relativ viele Marken, auch im Modebereich, die dezidiert für Leute mit athletischem Körperbau schneiden. Ja. Ja, und eine zweite Frage haben wir auch noch. Du bist auch sehr gerne in der Natur und in den Bergen unterwegs. Und es ist die Frage, wo, auf welchem kleinen Berg warst du da auf dem Foto? Oder kannst du allgemein, Berge empfehlen? Ich war vor 2 Wochen mit 2 sehr lieben Freunden von mir, 3 und einer Hündin, 3 Tage in den Schladminger Tauern unterwegs, eine Gegend, die ich extrem gern habe, weil es erstens mal richtige Berge sind, also für mich ist halt, ich bin auch gern im Weststeirischen Hügelland oder so unterwegs, aber richtig in den Bergen sein heißt für mich halt ein spitzer Berg, Fels, oberhalb der Baumgrenze und da sind die Tauern halt super, weil das erfüllt das, es blüht, es ist viel Wasser, das taugt mir immer, wenn überall das Wasser, weil dann ist halt immer Leben und alles ist grün. Und auf dem konkreten Foto, auf das die Person anspricht, war ich auf der Hochwildstelle.
ein super Berg, sehr empfehlenswert, der höchste Berg, der auf rein steirischem Boden steht, das wissen die wenigsten, weil den Dachstein teilen wir uns ja mit Oberösterreich. Mhm. Und das war eine sehr herausfordernde Tour, weil ich bin überhaupt kein Kletterer oder so. Also bei mir endet es halt bei, ja, weiß ich nicht, zweiter Schwierigkeitsgrad, also alles, was man halt noch schafft, ohne irgendwie eine Kletterausbildung oder einen Führer dabei zu haben. Und das war sehr herausfordernd und war dann aber auch cool zu sehen, wenn du mal da so 20, 30 Minuten wirklich jeden Schritt bewusst setzen musst, weil, braucht man nicht reden, wenn du auf so einem Grad, wie es dort ist, kann es natürlich auch blöd ausgehen, wenn du einen falschen Schritt machst, ist es richtig cool zu merken, wie fokussiert man sein kann. Jetzt schließt sich der Kreis wieder zum Thema Fokus, ja, ja. Weil da habe ich 20 Minuten lang keinen Gedanken an eine Firma verschwendet, keinen Gedanken an irgendein To-Do, das ich vielleicht vor einem Wochenende nicht mehr fertig gebracht habe oder das in den nächsten Wochen ansteht, sondern ich war komplett bei mir und im Jetzt. Und das ist eine ganz eigene Energie und das ist auch das, was mir am Berggehen so taugt. Du hast dann halt keinen Empfang, du bist voll bei dir, es ist anstrengend, aber du hast ein Ziel, du genießt die Natur, du hast da dann den Überblick, wenn du oben bist wieder, stellst da wieder fest, erstens, wie weit man kommen kann. Das sind ja Dinge, die Menschen immer unterschätzen. Ja, ja. Man unterschätzt, was ist in einem Jahr möglich und man überschätzt, was ist in einem Tag möglich. Und man merkt aber auch, wie gern die Dinge sind, wenn man dann oben steht. Und das ist was, was mich erdet, was ich heuer sehr häufig schon geschafft habe, was mich sehr freut. Die letzten Jahre ein bisschen zu kurz gekommen ist, aber wenn es immer geht, schaue ich, dass ich mir ein bisschen freispiele, um bei schönem Wetter auf den Berg zu gehen. Ja, sehr schöne abschließende Worte. Ich glaube, da werden einige sehr, sehr froh über diese Empfehlung sein. Ne? Ja. Ja, jetzt wird es natürlich viele geben, die noch mehr über dich erfahren wollen. Vielleicht können wir das ganze Gespräch auch in einer zukünftigen Episode fortführen oder noch vertiefen. Würde mich sehr freuen. Wo können dich die Leute online finden, wenn sie mehr über dich erfahren wollen, wenn sie vielleicht dich als Vortragenden haben wollen oder einfach Kontakt aufnehmen wollen? Also eigentlich relativ leicht, weil the usual places quasi, also man findet mich auf Facebook unter meinem Namen, Martin Mader, Instagram genauso. Die Löwenherz Fitness Company auch Facebook, Instagram, beziehungsweise im Web www.löwenherzfitness.at. Und ansonsten an der Uni Graz, hoffentlich gibt es ja im nächsten Semester wieder Präsenzsemester, also Lehrveranstaltungen auf der Uni in einem Hörsaal. Und da wird es auch wieder zwei sehr spannende Lehrveranstaltungen geben, wo ich Lehrveranstaltungsleiter sein darf, die man ganz normal findet, wenn man in Uni Graz online reinschaut. Die eine heißt Karriere im Sport, wo wir uns damit beschäftigen, wie kann ein Karriereeinstieg nach dem Studium in dieser Branche, in diesem Markt ausschauen. Und die zweite Lehrveranstaltung, Grundlagen der Unternehmensgründung, die ich mit meinem lieben Freund Matthias Ruhe gemeinsam seit vielen Jahren machen darf, wo wir halt versuchen, einen Zugang zu zeigen, wenn ich wirklich ein Unternehmen gründen will, während oder nach der Uni, was sind so Fragestellungen, mit denen ich mich beschäftigen will, aber ja mit einem sehr praxisorientierten Zugang, klarerweise. Und ja, die zwei Lehrveranstaltungen findet man schon in Uni Graz online. Termine gibt es noch keine. Wir sind eh schon wieder ein bisschen spät dran, aber in den nächsten Wochen gibt es dann sicher die Termine auch. Na super. Werd dich und die ganzen Links, also verlinken natürlich auf der Website und ja, schaut unbedingt bei ihm vorbei. Sehr, sehr, sehr spannend. Also die alltäglichen Projekte, die Insights aus der Box, aus dem Training, gibt immer Motivation, auch wenn ihr euch in der Früh vielleicht nicht motivieren könnt. Also kann ich nur empfehlen. Ja, damit sind wir am Ende. Lieber Martin, ich finde, da waren unglaublich viele Learnings dabei und wir haben wirklich unglaublich viele und große Themen eigentlich angeschnitten und ich glaube, dass sich da die Leute sehr, sehr viel mitnehmen können. Hat mich sehr gefreut, dass du im Podcast warst und würde mich freuen, wenn wir uns bald wieder in einer weiteren Episode sehen. Ja, vielen Dank, Nico. Ich kann das Danke nur zurückgeben, dass ich dabei sein durfte. War für mich wieder mal ein First. Ich war noch nie beim Podcast dabei, hat mir riesig Spaß gemacht und ja, du bist ja nicht aus der Welt und wir werden uns sicher weiter austauschen, weil ich dir ja sehr schätze als Gesprächspartner und freue mich schon auf unser nächstes Gespräch in diesem Sinne. Freue mich auch. Vielen Dank. Danke dir. Ja, was war das für eine Podcast-Episode? Ich bin ganz begeistert davon, in wie viele Themen wir hineingekommen sind, wie viele coole Learnings da dabei waren und hoffe natürlich, dass auch du dir da ganz, ganz viel mitnehmen konntest. Egal, ob du mit deinem Fokus strugglest, wenn du vielseitige Interessen hast, wenn du noch Orientierung suchst, wenn du bessere und schnellere Entscheidungen treffen willst. Wie immer freuen wir uns, wenn du die Episode screenshottest und uns auf Social Media verlinkst. Du findest uns auf @NicoJurenek und @MartinMader86. Wie immer findest du auch die Episode auf nicojurenek.com/31. Ich freue mich, dass du dabei bist. Bis zum nächsten Mal. Geh raus und entfache dein inneres Wachstumsfeuer.